Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe unseres Kanal 3 Steiermark Magazins. Schön, dass Sie mit dabei sind. Übers Feuer springen soll Glück bringen. Ja, zumindest beim Sunwendrachen, einer langen Tradition in Graden in der Weststeiermark. Was es damit auf sich hat und warum Sunwendrachen nicht gleich Sunwendfeuer ist, das erfahren Sie in unserem Thema der Woche. Jedes Jahr aufs Neiche findet um einen Sunwendtag in der Kron in der Weststeiermark ein Festl mit allerlei Traditionen statt. Die Rede ist vom Sunwendrachen und das hat nichts mit Sunwendfeier zu tun. Beim Feuer muss ich schauen, dass ich möglichst ein hohes Feuer zusammenbringe, leuchtendes, weil so weit das Feuer reicht, der Schein vom Feuer, so weit gilt der Segen und das, also, dass dort nichts passiert und so weiter. Beim Sonnentrachen ist es so, dass dort der Segen so weit gilt, wie der Rauch geht. Das heißt also, der Rauch soll wolken über die Felder, über die Wiesen. Das Sonnenwendrauchen war ziemlich in Vergessenheit geraten und deswegen war das sehr schön, dass die Regina Gucki hier in der Grauen das begonnen hat. Inzwischen gibt es aber Nachahmer. Also die Kainacher Bauern machen zum Beispiel Bauernbund. Ich habe drüben voriges Jahr gesehen, bis hinauf nach Hirscheck, dass man wieder geraucht hat. In der Gößnitz hat auch ein Bauer wieder geraucht. Also das Sonnenfeuer war eigentlich nicht in Vergessenheit. Das gibt es an vielen Orten. Bei uns in der Weststeiermark, St. Johann macht ein Feuer, die Pfalzberger machen ein Feuer, Köflach macht Feuer. Also, das ist nicht so. Das Sonnenwendrauchen ist etwas ganz Spezifisches, das es nur noch gibt zwischen Geisttal und, wenn man jetzt will, Hirscheck, in dem Almbogen. Aus vergangener Zeit wissen wir, dass es an vielen Orten kracht ist worden. Altenbreich soll nicht vergessen werden, das war damals ein Ziel. Und heute, da kommen die Leute von überall her und schauen sich ein Sonnenwendrachen an. Es kommen von ganz Österreich mittlerweile schon die Gäste her, weil einfach das eine sehr, sehr traditionelle Feier ist. Und uns liegt halt ganz viel, dass man das alte Brauchtum wirklich erhaltet und wiederbelebt, weil es teilweise schon ganz vergessen worden ist. Der Rach soll also das Glück mitbringen und nicht nur fürs Feld und für den Hof, sondern auch für die Lieb, für die frisch Verliebten und für alle, die es noch werden wollen. Das ist einmal für die Ledigen, die sollen da drüber springen in der Hoffnung, dass sie dann den richtigen Partner finden. Für die, die einen Partner haben, die drüber springen, sollen sie im kommenden Jahr heiraten. Die, was verheiratet sind, da soll es halt so sein, dass die Ehe dann recht gut haltet. Das ist also ein alter Abwehrritus oder Abwehrzauber, kann man auch sagen. Das heißt, das Feuer beziehungsweise der Rauch hier rum soll reinigen, soll helfen, die Bande zwischen einem Burm und einem Dirndl soll stärken und was Schlechtes von diesem verbindet es ab. Und deswegen muss er die Hand geben und müssen gemeinsam drüber hupfen. Gell? Also es ist wirklich eine Abwehr, dass das Böse nicht dahin kann und dass das Gute soll dort einwirken drauf. Aber das war noch längst nicht alles. Die Kräuterweiweln von der Kron haben für die Gäste noch allerlei von Wald und Wiesen vorbereitet. Dann haben wir eben diese Sonnenwendbüscherl, was ich da jetzt oben habe. Das sind eben Büscherl, die aus 5 oder 7 Kräutern gemacht werden. Ganz wichtig ist, dass das Johanniskraut dabei ist. Sollte man mit nach Hause nehmen, irgendwo aufhängen, sollte vor Unheil und Krankheit das ganze Jahr schützen. Dann haben wir oben unsere Glückstafel gehabt. Das sind so kleine Holztafeln, wo man sich seinen Wunsch draufschreibt. Sollte wiederum im Feuer verbrannt werden. Und dann sollte sich der Wunsch bis zur Wintersonnenwende erfüllen. Dann haben wir unsere kleinen Sorgensackerl. Da sollte man gedanklich seine Sorgen hineinlegen und sollte diese Sackerl halt auch im Feuer verbrennen. Die Kräuterweiber haben auch die Sonnenwendgürtlung gemacht. Die sind aus dem Wermut. Der Wermut ist ja ein ganz bitteres Kräutl mit ganz vielen Bitterstoffen. Und das sollte eigentlich, der Gürtel, den sollte man sich um den Leib legen und dann mit dem Gürtel übers Feuer springen. Und wenn jemand eine Krankheit hat, sollte man diesen Gürtel dann auch wiederum im Sonnenfeuer verbrennen und somit auch dann seine Krankheit. Am Sonnenwendtag, da mag die Sonne immer höher und deshalb findet jedes Jahr in der Kron ein Sonnenwendrachen statt, damit der Rach über die Felder zieht und Segen für die Ernte bringt.
In Trofeiach haben sie nun offiziell gestartet, die iGames der iNetz GmbH. Dort haben sich die ersten Gamer hinter die Spielkonsolen geklemmt. Gamingstühle, Xboxen und Playstations, alles war vor wenigen Tagen bereit, als die iGames der iNetz in der Stadtgemeinde Trofeiach offiziell gestartet sind. Und die Besucher haben die Chance genutzt und sich hinter die Konsolen geklemmt. Im Rahmen unseres 20-jährigen Jubiläums von der Firma iNet haben wir heute hier beim Stadtfest die Möglichkeit bekommen, unsere iGames vorzustellen. Ein Spielefestival, hätte ich gesagt, für jung bis alt. Wir sind mit unseren Rennsesseln hier, mit FIFA, und Sie können die virtuellen Brillen testen. Vor etwa 2 oder 3 Jahren war ich mit meinem Sohn auf den Gamescom in Deutschland, in Köln, habe mir das angeschaut, 500.000 Leute dort in 5 oder 6 Tagen. Und irgendwie habe ich nachgedacht, was können wir daraus machen? Und das Ergebnis sind die iGames. Egal ob am virtuellen Fußballplatz oder auf der Rennstrecke, bei den iGames kann man sich in allem versuchen und gegeneinander antreten. Was beim Gaming auf keinen Fall stocken darf, das Internet. Und dafür haben die Stadtwerke Trofeiach gesorgt. Nebenbei gab es einen Einblick in die Technik, die dahinter steckt. Wir würzeugen heute besonders her, wie das eigentlich draußen die Infrastruktur funktioniert, wie die Kabel ausschauen, wo es eigentlich dahinter ist in der ganzen Technik, wie man sieht, wie dünn eigentlich die Kabel sind, obwohl da Beispiel 192 Fasern drin sind, ist das trotzdem noch immer kleiner oder kleine Finger. Wie die Technik im Haus ausschaut, wie es LWL einblasen wird, wie die Infrastruktur allgemein läuft. Was für Technik das nötig ist, dass Internet in Zukunft und auch in der Gegenwart funktioniert. Die nächsten Termine und Spiellocations der iGames finden Sie auf der Homepage www.igames.at. Auf einen Steirer sind wir gerade ganz besonders stolz. Christoph Strasser nahm auch heuer wieder am Race Across America teil und auch heuer wieder nahm er den Titel mit nach Hause. Christoph Strasser hat es wieder geschafft. Am 20. Juni gewann er bereits zum 5. Mal das Race Across America. Der Start fiel eine Woche zuvor in Kalifornien. Von der West ging es dann bis zur Ostküste der Vereinigten Staaten. Ins Ziel in Annapolis kam der 35-jährige Steirer nach unglaublichen 4.940 Kilometern und einer Fahrzeit von 8 Tagen, 1 Stunde und 23 Minuten. Der 5. Sieg beim Race Across America ist für mich eigentlich unfassbar, vor allem in welcher Manier zustande gekommen ist. Ich hätte mir niemals erträumend gewagt, dass ein paar Jahre später ich da sitzen werde mit 5 Frames-Siegen. Also das ist schon eigentlich unvorstellbar und unglaublich für mich. Strasser, der bereits 2011, 2013, 2014 und 2017 triumphiert hatte, stellte damit den Rekord des verstorbenen Slowenen Jure Robic ein. Christoph Strasser absolvierte die Strecke durch insgesamt 12 US-Bundesstaaten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25,65 Kilometer pro Stunde und stellte damit den zweitbesten Wert in der Race Across America-Geschichte auf. Graf Maga ist ein Selbstverteidigungssystem mit weltweiter Bekanntheit. Avivit Cohen ist eine Graf Maga Top-Instruktorin und zwar Stargast bei einem internationalen Selbstverteidigungsseminar im Murtal in der Obersteiermark. Die Organisation Graf Maga Murtal lud zum hochkarätigen internationalen Selbstverteidigungsseminar. Mit Top-Instruktorin Avivit Cohen aus Israel schaffte man es, über 50 internationale Gäste, Instruktoren und fortgeschrittene Schülerinnen nach Junburg zu holen. Ja, wir haben heute Avivit Cohen. Sie ist internationale Top-Sportler aus Israel. Das war, kann man sagen, es war ein bisschen schwierig, sie zu holen hier, aber wir haben das geschafft. Es sind ca. 50 Teilnehmer und die Leute waren sehr interessiert an dem Seminar.
vor allem aus dem Ausland. Es ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Die Leute sind irrsinnig nett. Wir haben bis jetzt alle ein bisschen kennengelernt schon. Die sind ganz nett und ganz lieb. Also man glaubt nicht, dass es da ums Raufen geht, sondern es ist wirklich reine Selbstverteidigung, was ja auch sein soll. Und sie sind im eigentlichen Leben ganz, ganz nette, liebe Leute. Graf Mager ist eine der effizientesten und effektivsten Systeme zur Selbstverteidigung und wird weltweit von Millionen von Menschen aus dem Zivilbereich sowie Einsatzorganisationen trainiert. Das Team aus dem Murtal sowie Star-Trainerin Avivit Cohen legen den Fokus jedoch auf das Miteinander im Training und nicht auf den Kampf. Blaue Flecken sind dennoch vorprogrammiert. Avivit praktiziert Krav Maga seit über 30 Jahren und gibt ihre Expertise in Jungburg in 3 intensiven Tagen weiter. I'm from Israel and I'm the top degree in the Krav Maga instructor woman in the world. I come to Austria to give 3 days seminars. Krav Maga, it's lifetime. It's a simple, it's a very compact way to know how to defend yourself. It serves a lot of people, women, children and adults, how to defend themselves against a lot of environments. Neben Krav Maga stand am Seminarwochenende auch Jiu-Jitsu, ein Training mit Kickbox-Weltmeister Günter Blank und ein Nachttraining am Programm. Schmerzempfindlich darf man bei Krav Maga nicht sein, denn Avivit ist weltweit für ihr sehr intensives Training bekannt. Die ganze Stadt Judenburg war wieder Bühne beim Stadtfest 2018. Was auf den unterschiedlichen Bühnen geboten wurde und wie die Stimmung vor Ort war, meine Kollegin Carola Kollmann wird es Ihnen berichten. Hallo zu einer neuen Ausgabe unseres Magazins Event Scout, heute vom Sternenturm in Judenburg, weil heute findet in Judenburg das Stadtfest statt. Hier im Sternenturm ist gleich der Musikerempfang und gestern gab es den Auftakt mit der steirischen Militärmusik und mit der Stadtkapelle Judenburg und da schauen wir jetzt einmal rein. Heute auch beim Judenburger Stadtfest vertreten, ist der erste Auftritt in Judenburg? Der zweite. Ich war letztes Jahr beim Heimatsommer von ORF Steiermark da und dann habe ich eben die Caroline kennengelernt und wir haben uns gleich gut verstanden und dann ist eben die Einladung gefolgt aufs Stadtfest in diesem Jahr, was mich natürlich sehr gefreut, weil es gibt im Jahr so 10 Auftritte, wo ich meine ganze Band dabei habe und das ist für mich als Musiker immer das Größte, mit ganzer Band, also komplett live auf der Bühne zu stehen und ja, ich glaube, dass das halt richtig lässig wird. Ihr werdet heute auch gemeinsam auf der Bühne stehen. Der Bezug zu Judenburg, ist das ein besonderes Erlebnis heute? Ich komme aus der Gegend. Ich bin geboren in Knittelfeld, kenne mich in Judenburg gut aus, habe auch hier schon sehr oft gespielt und es ist heute ein super Event. Und mit Johnny Maiden habe ich schon lange, wie lange ist es her, dass wir gespielt haben? Na, mindestens 2 Dekaden. Und heute stehen wir wieder auf der Bühne gemeinsam. Ja, wir freuen uns sehr. Es ist mein erstes Mal in Judenberg. Wir treffen uns da heute im Sternenturm in Judenburg. Stadtfest ist heute und ihr habt ja am Donnerstag was ganz was Besonderes eröffnet da in Judenburg. Was ist denn das? Ja genau, also wir haben Donnerstag die Vernissage der Eröffnung der Ausstellung Unendlichkeit gehabt vom Fotografen, der neben mir steht, Gregor Turecek. Ein Wiener Fotograf, den es jetzt im Zuge dieser Ausstellung auch nach Judenburg verschlagen hat. Das Thema dazu ist Unendlichkeit, steht aber auch unter dem Motto Dia de los Muertos. Und warum das so ist, das darf, glaube ich, der Fotograf am besten selber erklären. Das Fest selber ist das Totenfest, das mexikanische, es ist aber ein Fest der Freude, wo alle Menschen zusammenkommen, um den Toten mit den Lebenden zu feiern. Also es ist keine Trauer, sondern ein richtiges Freudenfest. Und das beeindruckt einfach, wenn wir doch eh schon so viel Trauer haben, dass man eigentlich wieder sich zurückgesinnt auf die Freuden, die man hat. Ja, der Hauptplatz ist jetzt schon ganz voll. Bevor Marc Bircher da auf dieser Bühne heute spielen wird, heizen jetzt noch die Seetaler ein.
Es hat ja geheißen, dass bei diesem Stadtfest wieder mal die ganze Stadt eine Bühne ist und da ist wirklich für jeden Musikgeschmack das Richtige dabei. Gerade sind wir in der Schlossergasse bei der Country-Bühne. Unsere Runde machen wir jetzt von der Country-Bühne zur Bühne in der Burggasse und da kann man am Weg noch ein bisschen shoppen oder gustieren. Am Jägersteig, da ist alles sehr mittelalterlich und da haben wir einen ganz besonderen getroffen, den Herrn Bürgermeister. Herr Bürgermeister, hast schon einige Runden gedreht. Wie gefällt das Stadtfest? Ja, ich bin auch etwas mittelalterlich und deswegen bin ich jetzt da im Moment. Nein, es ist wunderbar, es ist ein tolles Stadtfest, sind sehr viele Menschen unterwegs. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es kein Badewetter ist und dass man dann eher dann sagt, wir gehen am Abend zum Stadtfest. Und na, ist toll, also ist eine tolle Stimmung, was ich mitgekriegt habe. Viele Menschen, die unterwegs sind und es gibt noch einen Haufen Acts, also freue mich schon auf den Rest des Stadtfests. Ja, wir sind jetzt da bei den lustigen Steirern Judenburg bei der Trachtenbühne in der Herrengasse. Wir stehen jetzt vor der Rockbühne im Burghof und ein alter Bekannter wird da heute einheizen. Flo, freust du dich? Ja, ich freue mich sehr. Wir haben gerade Soundcheck gemacht. Wir sind alle schon ein bisschen hippelig und wie man sieht, wie mein Obdachhauser also sagt, es ist voll geil. Von der Rockbühne mit Flo Gruber im Hintergrund verabschiede ich mich jetzt von Ihnen vom Stadtfest in Judenburg und Sie sehen jetzt noch ein paar Impressionen auch von den anderen Bühnen. Stadtfest Nummer 2 in unserem Magazin fand in Trofeiach statt. Auch dort haben wir ein Kamera- und Redaktionsteam hingeschickt. Martina Weisensteiner vor und Bernd Greiner hinter der Kamera. Ja, im heurigen Jahr geht es in die dritte Runde, das Stadtfest hier in Trofeiach. Sie hören es im Hintergrund schon, es ist schon einiges los und ich nehme Sie jetzt mit und zeige Ihnen, was es hier alles gibt. Heute das dritte Stadtfest hier in Trofeiach und was erwartet die Gäste? Sie haben es schon kurz angesprochen, was ist da heute am Programm alles mit dabei? Ja, wir freuen uns riesig, dass das Stadtfest jetzt zum dritten Mal passiert. Es ist binnen kürzester Zeit zur Institution geworden. Wir haben heuer ein unglaubliches Programm. Unser Kulturreferent, der René Bichler, hat Gewaltiges auf die Beine gestellt. 4 Bühnen, 17 Musikgruppen über den ganzen Tag, Antenne-Disco. Wir haben ein riesengroßes Areal für die Kinder, wo viele Spielmöglichkeiten eingerichtet wurden. Alles gratis, sodass man es wirklich genießen kann und viele, viele Gewerbetreibenden, die sie präsentieren. Jetzt haben Sie schon gesagt, es ist mittlerweile, also innerhalb von 3 Jahren zu einer Institution geworden. Also man sieht es auch jetzt schon sehr viel los. Das wird von den Gästen sehr gut angenommen. Ja, wir haben unser Ziel eigentlich erreicht. Wir wollten darauf hinweisen, dass in der Innenstadt, in der Hauptstraße noch Leben ist. Wir wollten dem wieder ein Leben einhauchen und es ist in Verbindung von einem Innenstadtaktivierungsprozess entstanden. Und es wird toll angenommen und wir können mit
großteils heimischen Künstlern, heimischen Produkten, heimischen Gewerbetreibenden ein tolles Programm bieten. Was bietet ihr heute beim Stadtfest Trofeiach an? Was kann man ausprobieren bei euch? Ja, ich biete an Bogenschießen. Ich habe seit einem Jahr circa das Geschäft jetzt eröffnet in Trofeiach für Bogenschützen und Zubehör. Kann man Anfängerkurse und so weiter bei mir machen. Bin auch der Präsident vom Trofeiacher traditionellen Bogensportclub. Und heute biete ich an, da eben Bogenschießen für die Kinder und so weiter und für Interessenten, was also mal ganz einfach nur mal probieren will, zum Einschnuppern. Natürlich darf auch typisch Steirisches nicht fehlen. Wir haben da jetzt einen Stand mit ganz vielen Köstlichkeiten angefunden. Was habt ihr alles mit? Wir haben Bobis Kürbiskernöl, Erdbeeren, leider nicht in frischer Frucht, weil der Regen hat uns da reingepfuscht. Die haben wir nur als Erdbeerfruchtleder oder als Erdbeerbrand, Edelbrand. Das kann man auch bei euch verkosten, sehe ich da. Ja, freilich könnt ihr kosten. Kürbiskern, Zwieback, Käferbohnen, echt steirisch und in Trofeiach gewachsen. Wir sind mittlerweile bei den kulinarischen Köstlichkeiten angekommen. Im Hintergrund brutzelt es schon. Was habt ihr da Gutes? Gutes Spanferkel, frisch gemacht, alles ganz frisch. Gemüse dabei, Kartoffeln, dann haben wir noch Spanferkel Semmel oder Gröstl. Einfach kulinarisch das Beste. Jetzt habe ich schon was ganz Gutes gesehen. Es gibt bei euch eine Krapfen. Was ist da die Spezialität und was habt ihr da alles mit heute? Ja, wir sind die Bäuerinnen von Trofeiach. Wir sind immer fürs Kulinarische verantwortlich da bei den Stadtfest in Trofeiach. Das hat schon Tradition, dass wir da dabei sind. Und eigentlich ja, unsere frischen Bauernkropfen, die werden frisch zubereitet mit frischem Germtag. Dann haben wir eben frische Käsespätzle, ein frisches Gröstl haben wir und ein Jausenbrot gibt es auch noch. Ja, so schaut das Endergebnis aus. Typische steirische Bauernkrapfen und die müssen wir natürlich verkosten. Darf ich kurz nachfragen, wie man so einen richtigen Brennsterz macht, so einen typischen? Ein Mehl mit kochendem Wasser abbrennen, ein Salz dazu und dann in Schweineschmalz ausbraten. Und was isst man dazu? Eine saure Suppe. Musik, gute Unterhaltung, verschiedenste Aktivitäten und natürlich kulinarische Schmankerl. Das war das dritte Stadtfest hier in Trofeiach und Sie sehen schon, im Hintergrund wird da heute bestimmt noch länger weiter gefeiert. Der nordische Kombinierer und Olympiamedaillengewinner Lukas Klapfer hat vor kurzem dem Erzberg einen Besuch abgestattet. Stöcke und Langlaufskier hatte er mit dabei. Nachwuchsstars und sogar ein Olympiamedaillengewinner, nämlich Lukas Klapfer, trafen sich vor kurzem am Erzberg. Grund dafür war ein Fotoshooting für den Kalender des Nordischen Ausbildungszentrums. Seit 2010 produzieren wir alle zwei Jahre einen Kalender und da ist halt das Presse-Fotoshooting, wo wir Lukas Klapfer eingeladen haben und da starten wir halt mit den ganzen Aufnahmen. Auch Lukas Klapfer kehrt immer wieder gerne nach Eisenerz zurück. Ja, natürlich. Ich bin ja nicht aus der Welt. Ich bin gerade einmal über den Berg drüber gezogen und bin nach wie vor gern da. Und wenn Veranstaltungen im Erzberg sind, bin ich auch immer da. Und die Gelegenheit, in Erzberg betreten zu dürfen und zu können, die nutze ich natürlich auch immer. Und das genieße ich schon sehr. Neben Lukas besuchte auch Lisa Janisch, die Maler-Europameisterin aus Birkfeld, für das Fotoshooting den Erzberg. Die Bestattung Köflach bietet Trauernden eine Möglichkeit, ihren Liebsten zu gedenken, mit einer Online-Gedenkseite, die individuell gestaltbar ist.
Niemand kann den Schmerz im Trauerfall nehmen, doch die Mitarbeiter der Bestattung Köflach stehen vertrauensvoll und kompetent in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Angehörige werden einfühlsam begleitet und Verstorbene würdevoll behandelt. Die Erdbestattung ist eine der ältesten Bestattungsformen, doch halten auch Alternativbestattungen die Verstorbenen in ewiger Erinnerung und werden immer häufiger gewählt. Die Bestattung besteht bei uns seit 1955, leiten die Stadtwerke Köflach die Bestattung Köflach. Die Bestattungsformen natürlich die herkömmlichen, wie es die Erdbestattung, die Feuerbestattung. Und jetzt natürlich auch gibt es bei uns Alternativen, eine Rubinbestattung. Es gibt bei uns jetzt die neue Streuwiese. Wir denken auch weiter an die Baumbestattung, die ist unser nächstes Projekt. Ja, die Streuwiese ist eine sogenannte Alternativbestattung, eine Naturbestattung. Die Grundvoraussetzung ist natürlich eine Feuerbestattung vorher. Danach kann man die Urnen, die Aschen ausstreuen. Sehr viele Urnen werden mit nach Hause genommen. Da ist natürlich dann keine Gedenkstätte, wo man hinkommen kann, Kerzen anzünden, Blumen niederzulegen. Das bleibt in dem Fall bei uns dann erhalten. Also die Verstorbenen bleiben am Friedhof. Zweiter Punkt ist die Naturbestattung. Man geht wieder in die Natur über. Und der dritte Punkt ist die Pflege. Die Bestattung Köflach übernimmt zur Gänze die Pflege. Viele Menschen treffen selbst ihre Bestattungsvorsorge für die eigene Trauerfeier und möchten in der Natur die ewige Ruhe finden. Um den Angehörigen trotzdem einen Ort der Erinnerung zu bieten, hat die Bestattung Köflach nun eine Online-Gedenkseite eingerichtet. Ja, wir haben eigentlich reagiert auf den steigenden Bedarf. Es wird immer wichtiger, den Leuten auch im Multimedia-mäßig was zu bieten. Die Leute wohnen nicht mehr alle hier in der Region, sie sind auf der Welt verstreut. Und mit dieser Gedenkseite wollen wir erreichen, damit auf jedem Ort der Welt man an seine Hinterbliebenen gedenken kann, kontrollieren kann. Die Gedenkseite ist individuell gestaltbar und bietet Platz für gemeinsame Erinnerungen. Die individuelle Seite soll ja Bestand haben. Das soll die Möglichkeit bieten, den Hinterbliebenen jederzeit sich an den Verstorbenen zu erinnern, dort Videos hochzuladen, vielleicht Fotos hochzuladen. Und dort zu interagieren. Die Seite bietet auch einige Funktionen dazu. Auf der Startseite werden dann die Verstorbenen, die zum Beispiel vor einem Jahr, vor 10 Jahren verstorben sind, in den Vordergrund gerückt. Und auch Bekannte, die vielleicht die Seite gerade besuchen, sehen, oh, es ist ein Bekannter von mir, genau vor einem Jahr verstorben. Ich gehe auf die Seite, ich denke an ihn, ich entzünde eine Kerze für ihn. Und das ist eigentlich das Ziel dieser Gedenkseite. Gerne sind die Mitarbeiter der Bestattung Köflach auch beim Einrichten der Seite behilflich, soll sie doch generationsunabhängig genutzt werden. Interessante Jobs warten auf Sie in der modernsten Papierproduktion der Welt, in der Zellstoff Bölls AG. Jetzt bewerben. Besetzt werden Positionen für die Bereiche Automatisierungstechnik, Instandhaltungsplanung, IT-Junior-Systemadministration und SAP-Applikationsbetreuung. Jetzt bewerben unter www.60neuejobs.at. I like me better when I'm with you. Antenne. Immer einen Hit voraus. Momente im Leben, die man festhalten möchte, in die man immer wieder eintauchen will, egal ob Veranstaltungen, Berichte, Imagefilme oder Werbespots. Wir machen Ihren Moment unvergesslich. Wir sind Kanal 3, das steirische Fernsehen. Aus der Steiermark für die Steiermark. Jede Woche neu. Alles aus einer Hand. Das ist Kanal 3, Ihr steirisches Fernsehen.
21 Vereine und Institutionen stellten ihre Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit vor. Beim Fair Styria Tag des Landes Steiermark im Joanneumsviertel in Graz. Entwicklungszusammenarbeit stärkt Menschenrechte. Zu diesem Thema wurde nicht nur der Fair Styria Tag 2018, sondern auch dessen Eröffnung von der NMS Lassnitzhöhe gestaltet. Steirische Vereine, Organisationen und Gruppen präsentierten einmal mehr ihre Projekte und Initiativen in den Entwicklungsländern. Also wir sind vom Hilfswerk, Hilfswerk Steiermark gemeinsam mit dem Hilfswerk International, und wir präsentieren heute unser Projekt in Kolumbien. Wir arbeiten dort vor allem mit Indigenen zusammen und stärken uns für ihre Rechte und für den Umweltschutz und arbeiten vor allem mit Schulen zusammen, damit schon die Kinder lernen, wie wichtig Umweltschutz ist. Das ist ein dreijähriges Projekt, was vor allem darum geht, die ländliche Bevölkerung und insbesondere die Frau in der Region Quirimbi eben zu stärken. Wir haben ganz einfach beim Roten Kreuz über viele Jahre hinweg die Erfahrung gemacht, der Schlüssel zur Entwicklung ist in der Regel die Frau. Und deswegen geht es da vor allem darum, auch die Rolle der Frau aktiv zu stärken. Das heißt, ihnen wirklich auch Möglichkeiten zu geben, Geld zu verdienen, damit dann einfach die Hilfe zur Selbsthilfe einfach gestärkt wird. Wir haben seit einigen Jahren diesen Fair Styria Tag in der Steiermark, mitten im Herzen von Graz, wo Vereine und Institutionen ihre Projekte vorstellen. Und das ist ganz wichtig für die Bewusstseinsbildung in der Steiermark. Und wir haben im heurigen Jahr einen besonderen Schwerpunkt. Wir feiern ja 70 Jahre Menschenrechte. Und deswegen haben wir heuer besonders Projekte vor den Vorhang geholt, die für Menschenrechte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit sorgen. Ja, die Menschenrechte sind immer sehr, sehr wichtig in einem, unter einem Volk, und sie sind aber auch immer ja, auf dem Weg der Besserung. Man muss immer darauf aufpassen, ob wirklich ja, der Mensch ja, in seinem Platz ist, in seinem würdigen Platz ist. Anschließend stellten im Grazer Landhaus Verantwortliche von Bund, Land und Gemeinden die Beiträge Österreichs zum Erreichen der 17 nachhaltigen Entwicklungsziele vor. In St. Lambrecht war der Zirkus los. Beim Theaterprojekt Zirkus Campus luden insgesamt 104 Schülerinnen und Schüler der Volksschule und der neuen Mittelschule in das Veranstaltungszentrum, um das Publikum zu begeistern. Wie bunt kann grau sein? Diese Frage war Thema einer Theateraufführung der Volksschule sowie der neuen Mittelschule in St. Lambrecht, welche im Zuge des Projekts Stadtland Obersteiermark ins Leben gerufen wurde. Hereinspaziert zum Zirkus Campus, so hieß es. Ja, natürlich sind wir stolz, wir unterstützen das Ganze auch, und wir haben natürlich uns zum Ziel gesetzt, dass wir diese theaterpädagogischen Elemente in den Unterricht einbauen können und damit nicht nur Theater spielen, sondern wirklich auch viel dazu beitragen, dass die Kinder in der Schule in verschiedensten Gegenständen so manches mit der Theaterpädagogik leichter erlernen und sich vor allem dann auch leichter merken. Bis jetzt bin ich begeistert von unseren Schülern. Also man spürt hier die Freude, die Spannung wird immer größer. Sie können auch die Spannung gut halten, weil manche Schüler, das muss man auch noch bedenken, manche Schüler haben nicht nur eine Rolle, die haben mehrere Rollen. Und wenn man hinter der Bühne steht, dann merkt man, die müssen sich schnell umziehen, müssen hinten raus, von der anderen Seite wieder hereinkommen. Und genau das ist es, worauf wir abzielen, dass die Kinder selbstständig werden, auch ihre Kleidung, ihre Kostüme und alles selbstständig wieder wegräumen, sonst ist da ein Chaos pur hinter der Bühne. Auch Regisseur und Leiter des Gesamtkunstwerks, Willi Vorwig, zeigte sich stolz über die Begeisterung und Mitarbeit der jungen Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja, absolut. Also, es gibt natürlich welche, die das hier nicht so ganz verstehen, also den Text, aber da das wunderbar gekoppelt ist mit diesen zirzensischen Attraktionen, hat jedes Kind einen Platz. Und Sie sehen ja, wie wunderbar das Bühnenbild geworden ist. Auch dort, die Kinder, die eben nicht auf die Bühne wollten, haben in Modulen in der Schule dieses Bühnenbild geschaffen. Und ich finde, es ist toll geworden. Ein wichtiger Projektzielpunkt war das Entdecken versteckter bzw. neuer Talente. Ja, es ist voll cool. Es ist ein
stimmungsvolles Publikum und es macht dann auch viel Spaß, wenn das Publikum so mitfiebert. Wenn du älter bist, möchtest du einmal Schauspielerin werden? Ich studiere vielleicht Theater, aber es steht noch im Raum. Also, aber ich will schon beim Theater bleiben eigentlich. Die in vergangenen Beteiligungswerkstätten geäußerten Ideen und Vorschläge der jungen Bewohnerinnen und Bewohner wurden nun aufgegriffen und in einem Vorzeigetheaterprojekt aktiv umgesetzt. Mit freundlicher Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. In der Stadtgemeinde Voitsberg haben sie wieder aufgeheult. Die Kettensägen. Die Kettensägen-Schnitzkunsttage standen dieses Mal ganz im Zeichen des Mittelalters. Das sind die Kunstwerke und so werden sie gemacht. Mit Kettensägen. Eine besondere Kunstform, die in der Stadtgemeinde Voitsberg bereits eine gewisse Tradition hat. Denn jedes Jahr aufs Neue finden hier die Kettensägen-Schnitzkunsttage mit Künstlern aus ganz Österreich statt. Das Thema dieses Jahr ist das Mittelalter. Da haben wir eigentlich eine breite Palette, wo man Figuren entstehen lassen kann. Ja, wir haben insgesamt mit mir 13 Schnitzer. Der älteste ist 91, also wird jetzt 91, schnitzt auch mit, ist der Papa von der Weltmeisterin. Ja, und sie kommen fast aus ganz Österreich, sage ich mal. Wir tun sehr viel für die Kunst, weil Kunst ist irgendwie auch eine Visitenkarte der Gesellschaft. Wer vor Kunst nichts holtert, dem fällt einiges, glaube ich. Der Günther Friedrich, unser Organisator, der ist da vorne mit dabei und er hat eben auch diese Fähigkeit und dadurch hat sich das entwickelt. Und man sieht, die Leute nehmen es gut an und das Schöne ist, die Figuren bleiben ja dann da in Voitsberg und werden im Schlosspark aufgestellt. Und da nimmt man das einfach dann beim Spazierengehen, hat man dann einfach einen Kunstgenuss auch und das ist ein zusätzlicher Wert. Wer die Kettensägen-Schnitzkunsttage verpasst hat, braucht also nicht traurig zu sein, sondern kann die entstandenen Werke im Schlosspark Kreiseneck begutachten. Was kann man aus einem Schuhabdruck alles ablesen? Wie unterscheidet man echtes Geld von Falschgeld? Das Hans-Gross-Kriminalmuseum hat jetzt einen neuen Standort und dort gibt es einen Streifzug durch die steirische Kriminal- und Sozialgeschichte der letzten 140 Jahre. Bowlingkugel, Küchenmesser, Holzstöcke – alles Gegenstände, die im alltäglichen Leben zum Standard gehören. Aber was verbindet zum Beispiel eine Bowlingkugel mit einer Schusswaffe? Mit beiden Gegenständen wurden Menschen getötet. Und diese sogenannten Tatwaffen gibt es ab sofort im Hans-Gross-Kriminalmuseum zu begutachten. Neben Falschgeld, Diebes- und Raubgut bis hin zu manipulierten Spielkarten gibt es zusätzlich noch über 2000 Relikte. Das reicht von Corpora-Delikte, Tatwaffen hin zu Schädeldecken, Präparaten von Opfern, aber auch Kriminaltechnik. Also wir haben sehr viele Instrumente zur Aufklärung von Verbrechen. Wir haben Mikroskope, Farbspektrometer, ein großes Vergleichsmikroskop, den berühmten Tatortkoffer, wo alles drin ist, was man am Tatort braucht, der CSI sozusagen im Geburtsstadium. Wir haben eine Weiterentwicklung dieses Koffers aus den 1970er Jahren aus Deutschland. Also es ist eine sehr reichhaltige Sammlung, sehr vielschichtig. Alltagsgegenstände sind sehr viel da, weil man ja, wenn man ein Verbrechen begeht, der meistens das nicht plant, sondern am meisten passiert das so und dann nimmt man halt das Buttermesser, das am Tisch liegt. Und so haben wir eine Kegelkugel da, einen Bierkrug, mit dem Leute erschlagen worden sind. Also es gibt schon sehr viele Objekte, die aus dem Alltagsleben kommen, aber alle mit bestimmten Fällen verbunden sind. Bei den Waffen, die auch sehr zahlreich sind, sind nicht so viele Tatwaffen dabei, da ist sehr viel nur beschlagnahmt. Aber auch hier haben wir Tatwaffen, zum Beispiel ein Gewehr, mit dem ein Jäger erschossen worden ist von einem Wilderer. Jedes Schaustück hat seine Geschichte. Die Ganzjahresausstellung der Kriminalgeschichte der Steiermark im Hans-Gross-Kriminalmuseum liest sich wie ein Horror-Thriller. Davon zeugt jedes einzelne Corpus Delicti.
Diese Woche erwartet Sie in unserem Stadtgespräch wieder eine Spezialausgabe. Der Titel verspricht einiges. Feinstes steirisches Entertainment. Zu Gast ist Johannes Lafer und durchs Gespräch führt wie gewohnt Gregor Witthalm. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, dass wir uns wiedersehen bei einem Stadtgespräch bei Kanal 3 hier im Wohnpark Graz-Gösting. Schön, dass Sie reinschauen, denn heute präsentiere ich Ihnen wieder eine Spezialausgabe mit einem speziellen Gast, wie Sie wissen, mit einem speziellen Thema, denn es geht um feinstes steirisches Entertainment. Und dafür steht ein Mann, der hier heute mir gegenüber sitzt. Das ist der Johannes Lafer. Herzlich willkommen. Ich sage mal Musiker und noch viel mehr, aber auf alle Fälle auch ein Entertainer. Und er kann es wirklich. Da freue ich mich, dass du da bist und werden ein bisschen von dir hören, wie du deinen Job verstehst, wie du ihn angehst und vieles mehr. Aber eines gleich vorweg, wir haben es jetzt ganz kurz vorher besprochen, es liegt fast auf der Hand. Ich hatte vor kurzem mit dem Koch zu tun. Das ist der Johann, aber auch der Lafer. Wie oft passiert es dir oder wie geht es dir damit, dass du wahrscheinlich doch des Öfteren gefragt bist, sind Sie der, der kocht? Zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich natürlich, bei Kanal 3 Gast sein zu dürfen und ich werde fast täglich gefragt, was ich mit dem Johann Lafer zu tun habe und ob wir quasi verwandt sind und all diese Dinge. Unterm Strich, wie ist es, eine gute Freundschaft? Also Kennzeichen. Wir kennen uns, ja. Genau, das vor 15 Jahren ist eigentlich der Johann auf mich zugekommen, weil er gedacht hat, dieser Name Johannes Lafer ist quasi eine Künstlermarke. Ah, und so sind wir einander näher gekommen. Aber du kannst damit leben. Also es ist nicht so, dass man sagt, boah, bitte nicht schon wieder. Sondern sehr gut, das ist wunderbar. Es soll nichts Schlimmeres passieren. Ja. Nicht? Und der Johann Lafer ist ein Lieber. Genau. Also der tut ja auch viel. Aber du stehst für Musik, stehst für Entertainment, sage ich mal. Deine Musik ist auch und noch viel mehr Swing und Jazz. Aber Sie selbst, wie lässt sich oder wo lässt sich oder gar nicht der Johannes einordnen, musikalisch, sage ich einmal? Wo lasse ich mich nicht einordnen? Ja. Ich bin kein Schlagersänger, ich mache auch keine Volksmusik, wobei ich komme schon eigentlich aus der Kiste der traditionellen Volksmusik. Ich habe es Kind ganz normal Klarinette gelernt, alle Saxophone, Querflöte und all diese Dinge, also weil ich aus einer musikalischen Familie komme. Du kannst also wirklich Instrumente auch spielen, ja, das ist ja, ja nicht mehr klar, so selbstverständlich klar. Heutzutage, wenn für einen, der von sich sagt, ich bin Musiker, du kannst es. Also die Wurzeln waren dann schon in der Volksmusik oder in der volkstümlichen. Absolut. Ja? Ja. Der Gedanke meiner Eltern war, eine Familienmusik Lafer zu machen und es ist am Nichtüben meiner Schwester ist jetzt leider Gottes gescheitert. Ja. Macht nichts. Du hast schon Bock gehabt, sozusagen. Nein, das waren die Wurzeln. Okay. Und ich bin dem unglaublich dankbar. Ja. Ich war nie am Fußballplatz. Ich habe meine Zeit mit Musik und Noten verbracht. Schön. Und dann ist was passiert? Was ist da passiert? Vom Instrumentenspielen in Bandformationen, ich stehe doch seit meinem 15. Lebensjahr auf der Bühne, und das ist wirklich schon lang, geschätzte Damen, geschätzte Herren, man glaubt das gar nicht. Nein, man glaubt das gar nicht. Und dann denke ich mir, die erste Reihe würde mir auch gefallen. Also die zweite Reihe ist was Wunderbares, aber ich bin schon menschenfanatisch. Ich muss ein bisschen aufpassen mit diesem Wort, fanatisch zu sein, aber das ist so. Und ich liebe es, in der ersten Reihe zu stehen und ich singe gerne in der ersten Reihe. Dich zu präsentieren, deine Musik zu präsentieren, als Johannes zu präsentieren. Menschen für den Zeitraum, wo ich Musik mache, in meine Welt zu holen und einfach diese Emotion zu teilen. Das ist so meine Botschaft. Was ist jetzt deine Musik konkret? Ist das so ein Bogen durch? Oder wo würdest du sagen, da bin ich jetzt wirklich musikalisch zu Hause? Das ist Johannes. Das ist Swing. Das ist definitiv Swing. Ja. Hat nichts mit dem Hut zu tun, vielleicht ein bisschen, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ja. Aber es ist Swing, wirklich. Ich liebe das. Ich liebe das Red Pack, Sinatra, Sammy Davis, aha, Dean Martin. Und Maria, das ist die unglaubliche Zeit damals, war eigentlich auch das Schöne daran, damals deutschsprachig und englischsprachig, deswegen viel näher aneinander waren. Heute gibt es das leider Gottes nicht mehr. So Leute wie Roger Cicero, genau, leider Gottes viel zu viel verstanden ist. Ja, ja. Der hat das unglaublich gut gemacht. Das ist eine Welt, wo ich extrem gern und gut daheim bin. Jetzt kann man, dass wir das vielleicht auch festmachen, die zwei, drei Leute, die uns sehen, die dich vielleicht noch nicht kennen, ja, mehr werden es ja wohl nicht sein, den Johannes kann man erleben, solo genau oder auch mit Band. Es gibt
soll eigentlich gar nicht. Die kleinste Formation ist zu zweit mit den Pianisten. Ist klar, ja. Ich komme wirklich noch aus dieser Kiste, wo Musik gemacht wird. Also ich spiele nicht mit Halbplaybacks oder sonst genau, Dingen. Genau, so, die dann nur die ganze Zeit singen und eigentlich nur Knöpfe drücken. Genau, ne? Genau. Das ist ein bisschen ist stressig. Unsexy, sage ich mal. Ja. Und ja, bis hin zu Big Band drauf eigentlich. Es gibt viele Formationen. Du hast eine Partie, wie man so schön sagt. Genau. Hast du eine Stammpartie? Ja. Okay. Aber eigentlich eine Musikerpool, wo ich auf, weiß ich nicht, 3, 4 Pianisten, Schlagzeug, Bass, irgendwie das von... Was gerade gefragt ist, genau, oder wie? Bis jetzt. Gefragt sein heißt was? Also man kann dich buchen, genau, für jeden Anlass, eigentlich. Für jeden Anlass, wenn ich mit dem Veranstalter konform gehe, ja, wir beide wissen, dass das, was ich mache, auch sehr, sehr gut zur Veranstaltung passt. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich verkaufe Emotionen und das ist mir heilig. Ja. Also ich stelle mich nirgends hin, wo ich nicht hinpasse. Das okay. Klingt jetzt ein bisschen das ist so wichtig. Das ist ja wichtig und richtig, denn dann ist ja auch das Ergebnis ein entsprechendes. Genau. Und nichts Schlimmeres, als wir einfach nur Schäftel spülen. Ja, muss auch sein, denn man muss ja von was leben, reden wir ja auch noch drüber. Aber es soll doch schon spürbar sein, dass der Mann in dem Fall auch für seine Musik lebt und absolut, sie auch entsprechend präsentiert. Du hast schon von diesen großen Vorbildern gesprochen. Sind das also genau die, an Frank Sinatra? Mario, Vorbilder. Ist einfach viel Zeit, die mich geprägt hat, weil ich einfach unglaublich viel von dieser Musik mitnehmen konnte und ich liebe einfach Swing. Das ist ja eine ganz spezielle Lebensfreude eigentlich. Und ja, man lernt viel von diesen Entertainern. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich meine, diese Herrschaften sind ja weiß Gott mehr als einfach nur Musiker oder Sänger. Das waren richtige Entertainer. Genau. Ja. Und deswegen habe ich auch gefragt, vom Vorbild her, würdest du sagen, dass du auch über die Musik hinaus oder mit der Musik diesen Entertain-Charakter transportieren möchtest? Also absolut. Wirklich, ja? Und wie gelingt das? Das hat mit dem Mensch zu tun. Mhm. Ich sage immer so schön, alles, was ich in meinem Leben lernen konnte, habe ich von und mit Menschen gelernt. Mhm. Und das ist mir echt ganz, ganz wichtig. Und da transportiert man einfach wahnsinnig viel. Und der Mensch spürt das. Gott sei Dank. Wir leben in einer Zeit, wo wir umgeben sind von so vielen äußeren Einflüssen. Aber Musik, diese pure Emotion, die wir verkaufen, ja, und verkörpern, das, Menschen spüren das. Und auch die Authentizität, genau, Natur, und auch genau, dieses Wort genau zu gebrauchen. Aber weshalb ich auch frage, ist ja das, wir leben in der YouTube-Zeit, in der schnell verfügbaren Unterhaltung. Ein Klick und ich bekomme das. Wenn es mir nicht gefällt, bin ich nach 30 Sekunden wieder weg. Das heißt, die Bereitschaft, oder du wirst es mir beantworten, ich frage dich, gibt es noch diese Bereitschaft des Publikums zuzuhören, sich auf einen Künstler auch einzugrooven, sage ich einmal, ein Entertainer sein zu lassen, oder merkst du, dass die Verweildauer und die Geduld des Publikums doch immer kürzer wird? Nein, das gibt's auf jeden Fall. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir auf Bühnen stehen und Musik machen, weil du sagst YouTube, ja, also es gibt eigentlich keine Tonträger. Ich werde oft gefragt, bitte Johannes Laffer, schick mir YouTube-Links oder schick mir einen Tonträger, was auch immer. Sag ich, nein, das mache ich nicht. Kommt einfach zu einer meiner Veranstaltungen, hört und seht euch das an, was da passiert. Und dann kann quasi mein Kunde entscheiden, ob ihm das passt oder nicht. Okay. Aber so mache ich das mit meinem Kunden. Und die lassen sich auch drauf ein. Also naja, so, okay, ich meine, sag ich, schickt man Link. Die Zeit mit seiner Frau geht hin, hat einen schönen Abend. Ja. Ich unterhalte liebend gerne Menschen, also da kann nicht viel passieren. Unterhalten heißt dann auch im klassischen Entertain-Charakter auch ein Geschichten zu erzählen. Ja. Nicht nur mit der Musik, sondern auch wirklich Geschichten zu erzählen. Genau. Johannes Laffer zu erzählen? Ich erzähle aus meinem Leben. Ja. Und zwar ehrlich? Naja, wirklich ehrlich. Was gibt es da zum Beispiel für Geschichten? Viele mögen mich nicht und viele mögen mich doch. Aus diesem Grund, nein, ich nehme mir kein Blattl vom Mund, ich habe auch nichts zu verbergen, wie es so schön heißt, ja, sondern ich erzähle sehr, sehr aus meinem Leben. Ja. Zum Beispiel, sag mir ein kurzes Thema. Beginnend bei meinen Kindern, bei meinen Beziehungen, all diese Dinge. Das Thema Frau ist immer ein wunderbares, wenn nicht das schönste Thema. Und jetzt einfach aus dem Leben, ja. Mhm. Viele, eigentlich auch traurige Geschichten dazwischen. Ich bin dann nicht der Lustige, der auf dem Tisch tanzt und Juhu macht, sondern ich mag es, wenn Leute zuhören. Mhm. Wenn ich Leute komplett runterholen kann und wenn sie einfach noch zuhören und auch oft mit einem lachenden und aber auch vielleicht mit einem weinenden Auge ein bisschen hindenken. Weil ihr erzählt Geschichten, die wahrscheinlich jedem Menschen passieren. Genau, also man findet sich dann auch wieder. Was passiert, wenn sie nicht zuhören? Naja, das müsste dann schon so weit gehen, wo ich einfach dann um Aufmerksamkeit bitte und das sage ich dann dementsprechend
passend, okay, dass sie dann schon zuhören. Ja. Okay, also das heißt, Wertschätzung. Du bist sehr barrierefrei, sage ich einmal, und sehr gut spürbar. Ich weiß, dass man dir zuhört. Und du sagst auch von dir, du hast das schon zu Beginn ein bisschen anklingen lassen, du sagst, du bist ein Menschenfreund. Ja. Erklär mir das ein bisschen. Ich habe in diesen Jahrzehnten so viele Menschen kennenlernen dürfen und irgendwie ist fast ein bisschen Sucht daraus geworden, möchte ich das jetzt einmal nennen. Ja, schon. Tagtäglich. Jeder Mensch, der mir passiert oder dem ich begegne, ist interessant für mich. Mhm. Also ich bin schon jemand, der auf Menschen zugeht, weil er einfach so viel von Menschen wissen möchte. Von wo er herkommt, wohin er auch geht. Und natürlich erzähle ich viel von mir, weil wenn man gibt, ist es ein bisschen leichter, auch etwas zu bekommen. Und das ist so mein tagtäglich Dasein. Ja? Das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben. Das sind genau zwei Stichworte, die ich dir auch so jetzt hinwerfen möchte. Und du gibst mir einfach Antwort, was dir gerade spontan einfällt. Es sind ja nicht nur die Begegnungen mit Menschen, manche werden auch zu Freunden. Ja. Freunde sind für dich was? Das Wichtigste. Jetzt möchte ich das nicht so abstufen, wo ich einfach sage, weil man muss da unterscheiden zwischen Familie, Kinder und Freunde, aber ich habe so wirklich wertvolle Freundschaften, das ist mir heilig. Ja. Das ist auch Musik und meine Band vielleicht. Meine Bandmitglieder, das sind nicht nur Bandmitglieder, das sind wirkliche Freundschaften und das ist für mich eine Form der Familie. Mhm. Ich liebe meine Musiker und sonst würde ich das nicht machen. Nur so kann man in deiner Philosophie auch musizieren. Genau. Das sind wirklich wahre Freundschaften. Und Familie als solches, diese Keimzelle, sagen wir mal, von der ich weiß, dass Johannes Lafer sie wirklich pflegt und hegt. Auch wenn, ich lebe zwar getrennt, also ich nehme nie ein Blattl vom Mund. Aber deswegen hat man ja trotzdem Familie. Na wunderbar, Kinder, wunderbar. Ich habe zwei große Kinder, Sohn mit 28, Tochter mit 25 und eine kleine Tochter mit 3,5 aus zweiter Beziehung. Und ist mir absolut heilig und wichtig, ist das Schönste, was einem Menschen passieren kann, sind Kinder. Mhm. Genau. Und ich bin auch einer, der lang drüber reden kann, dass das auch, wenn man nicht zusammen ist oder getrennt lebt, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Mhm. Da bin ich ja Prediger. Schön, wichtig, ganz, ganz wichtig. Jetzt hat natürlich ein Musikerleben nicht nur seine schönen Seiten. Du stehst gerne auf der Bühne und das macht dir große Freude, wie wir wissen. Aber meistens gibt es auch harte Zeiten, wo man um seine Geschäfte kämpfen muss, wo es dann vielleicht einmal ab und an nicht so Spaß macht oder die Lebensphasen, die einem gerade so passieren, sowieso ein bisschen quer kommen. Wie geht der Johannes mit härteren Zeiten um, so er sie tatsächlich erlebt hat? Das beginnt mit dem Aufstehen. Das ist das, man schaut in den Spiegel und es ist keine Ahnung, welch Motor mich treibt. Ich weiß es schon. Mhm. Aber um dem jetzt ein Wort zu geben, was immer passiert, ich gehe tagtäglich raus und dass bei dir quasi rausgehe, für mich in den Tag reingehe, funktioniert das. Und es waren schon Zeiten dabei, das sind schon Zeiten dabei, die nicht einfach sind. Ja. Absolut. Ja. Ich werde immer wieder gefragt, aha, Herr Lafers ist ein Musiker und und was machen sonst? Wie funktioniert das? So Standardfrage des Musikers. Ja. Wovon lebt er und wie schaut das Ganze aus? Ja. Also einfach ist es nicht. Aber dafür ist es natürlich eine Leidenschaft, die mitunter auch manchmal Leidenschaft. Die auch Leidenschaft und für die man brennen muss und nur durch das Brennen ist man auch motiviert und engagiert, dass man auch zu dem kommt, was man will. Schön, dass du das so sagst und schön, dass du so lebst. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wohin soll es noch gehen? Wo siehst du dich musikalisch, wo siehst du dich als Entertainer in den nächsten Jahren? Hast du Perspektiven, Ziele? Wie gesagt, diese Bühnen möchte ich noch bespielen und jene Bühnen möchte ich bespielen mit jener Musik, da möchte ich mich hinentwickeln. Ja, ich schreibe gerade, Herrgott, schenk mir ein bisschen mehr Zeit, aber passt schon, ich schreibe gerade am eigenen Album. Ich nenne das jetzt einmal so ein bisschen als Arbeitstitel, das ist ein Austropop-Album. Ja? Das ist nicht der klassische Austropop, so wie wir ihn kennen, mit Gitarren und so, sondern aber es geht in die Richtung, weil so wie ich spreche, ich mich sehr wohlfühle mit dieser quasi Mundart. Das soll im nächsten Jahr quasi auf einen Tonträger kommen. Mhm. Und ansonsten die großen Bühnen und kleinen Bühnen. Ich bin aus dem Alter heraus, wo ich sage, hurra, bitte lieber Herrgott, ich möchte unbedingt noch einen Song im Radio haben. Ich möchte jetzt kein Radio nennen. Las Vegas muss es auch nicht mehr sein. Naja, weiß ich nicht, das muss ich gar nicht. Ich freue mich, wenn ich für 40 Menschen bin, dann natürlich ist es gut, auf großen Bühnen zu stehen. Ja. Na klar.
Und ich habe, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich bin mit einem Udo-Jürgens-Projekt unterwegs. Schön. Quer durch Österreich mit der Lisbeth Bischof, die ja nicht wirklich unbekannt ist. Das macht mir extrem Spaß. Transportieren wir gleich. Du hast eine Homepage, heißt wie? Johannes Lafer? johanneslafer.at. AT, also sehr einfach, kann man das wahrscheinlich auch auslesen, wo die Termine sind. Also du bist ein vielfältiger Entertainer im besten Sinne, ein steirischer noch dazu, das ist sehr, sehr schön. Letzte Frage zum Abschluss, was hat's denn mit dem Hut auf sich, lieber Johannes? Erzähl uns, ist das mehr als ein Markenzeichen? Ja, das ist eine Beziehung. Ja? Weil das ist der gute Kerl, der eigentlich sehr, sehr viel von mir weiß, weil er mich ja tagtäglich begleitet. Das hat schon mit der Bühne zu tun, eigentlich mit Swing und der Bühne. Ich trage jetzt seit 8 Jahren täglich Hut. Das Lustige ist, wenn ich ohne Hut außer Haus gehe, sagen die Leute, Lafer, was ist los mit dir? Ja. Das finde ich ja sehr spannend. Und mittlerweile ist es ja ein Markenzeichen geworden. Aber das ist für mich wie Schuhe tragen. Ja, ich liebe meine Hüte. Ich habe wirklich viele. Lieber Johannes, schön, dass du da warst. Toi, toi, toi für alles, was kommt und was noch wird und was noch entsteht und alles, was den Johannes Lafer ausmacht. Ihnen sei dieser Mann empfohlen. Lassen Sie sich ein auf ihn, auf seine Musik, auf sein Entertainment und auf seine Geschichten, meine Damen und Herren. Dir alles Gute. Ihnen, meine Damen und Herren, ebenso. Dankeschön fürs Zuschauen. Alles Gute. Wir sehen uns. Das war es wieder, unser Kanal 3 Steiermark Magazin. Ich denke, es war Informatives für Sie dabei. Wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie doch auf unsere Homepage www.kanal3.tv oder platzieren ein Like auf unserer Facebook-Seite. Im Namen des gesamten Teams wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und schalten Sie nächstes Mal wieder ein.